Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grim Legends 3 Dark City. Wir sind wieder zurück und müssen hier wieder irgendein Gedönse tauschen. Ich glaube, das ist zum Groben richtig. Oder nicht? Was denkt ihr? Hat sie einen Kopf in der Hand? Irgendwie nicht, ne? Und wieso kann ich das jetzt nicht mit ihr tauschen? Das ist so richtig, hä? Ich check's gerade gar nicht. Also das passt halt einfach nicht. Vertausche benachbarte Dreiecke, um das Bild wiederherzustellen. Ja, aber ich kann doch die nicht miteinander tauschen. Das ist jetzt richtig, oder wie? Bin ich einfach nur hoffnungslos überfordert? Oder sollte das nicht irgendwie funktionieren? Ah. Ah, okay. Camilla, thinking her Gabriel was dead, took her life on the day she was to marry Captain Alonso. Little did she know her beloved Gabriel was alive. I treated him here, in secret. Okay, wenigstens der Arzt ist nett. Gucken wir mal, das hält er rüber. Irgendwas mit der Sonne und dem Mond. Ich glaube, der gehört wohl eher hierhin. Ja, das scheint auch zu passen. Nö, jetzt wartet mal. Das muss... So, das gehört auf den Kopf. Wohl kaum. Das passt. Das hätte jetzt eigentlich auch passen sollen. Ach, der Löffel gehört wahrscheinlich nach oben. Das sollte doch jetzt passen. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ergibt doch keinen Sinn. Aber das würde Sinn ergeben. Wenn ihr den hört. Nein, falsch. Wieso klappt das jetzt nicht? Das ergibt aber keinen Sinn mehr. Ja, das erst recht nicht. Ah. I
didn't want to lose her to him. She showed so much promise. But I've lost her anyhow. Then Gabriel suggested we could bring her back with some unholy magic. Ja, das war kein guter Vorschlag. Das war kein guter Vorschlag. Süß, die Fledermaus hier. Willkommen. Das schon eher. Ey, das sieht aus wie ein Vampir. Ich bin Graf Dracula. Das sieht schon mal richtig aus. Ich glaube, der Löwe gehört aber trotzdem irgendwie so darüber. Das sieht richtig aus. Das wird richtiger und... Ich glaube, wir müssen das hier irgendwie tauschen, oder? Ach nee, das kann man auch noch tauschen. Was ist denn mit dem Ding hier? Was ist das denn? Ein Kristall. Das sieht gut aus eigentlich. Was ist hiermit? Nee, das macht jetzt aber echt keinen Sinn. Das auch nicht. Ah, das gehört hierhin. So. Soweit ist das jetzt erstmal fertig. Jetzt müssen wir nur noch gucken, was wir hiermit machen. Ah, die kriegt ein Blümchen in die Hand. I stole her body. Then we went to the depths beneath the city and performed the ritual. Aufgabe gelöst. Verwandle den Doktori zurück in seine menschliche Gestalt. Now sorry about this, but I'll need you to give me the masks. Try to understand. You'll be safe here. I can't allow you to continue. I've already lost everything. I can't lose you too. Gabriel, come back here! You owe me answers! Ah, das ist schon mies. Es ist euch aufgefallen, bei einigen Akteuren rauscht das Mikrofon sehr stark. Und bei anderen nicht. Würde mir zu denken geben. Wirkt nicht sonderlich professionell. Jetzt muss ich ihn nur noch ein wenig näher ziehen. Ja, dann zieh doch näher. Hallo? Muss ich nur noch... Hallo, jetzt... Du hast einen Stock. Ah. Jetzt habe ich eine Säureflasche, mit der kann ich natürlich die Kette auflösen, alles klar. Gabriel is gone. Never mind. I need a cure for Solomon. Let's wake up the Doctori. Bewusstlos. Ja, vielleicht hat er hier irgendwo Riechsalz. Anschellen, Goldbahn. Biologische Teile und ein Rezept. Was ist das denn für ein Rezept? Ich weiß es nicht. Können wir hier irgendwas machen? Ich glaube, das war es erst einmal hier. Nee. Da können wir was machen. Dreimal rot, sechsmal grün, siebenmal blau. Okay, dreimal rot. Wo ist denn rot? Wir brauchen Zutaten aus der Apotheke und Kräuter aus dem Garten. Lediglich blau hätten wir. Na, das ist ja mies. Was wäre das? Riechsalz, okay. Können wir zumindest den Doktor wecken? Und ein Gips. Was ist hier hinten? Ja, das ist noch immer das Gleiche, okay.
Dann werden wir ihn mal... Ups, nicht eingipsen. Nein, Riechsalz. Das muss erstmal reichen. What happened? You saved me. How can I repay you? Your mentor. Das ist eine sehr gute Frage. I'm too weak to check on him. What medicine do you need? Your mentor. I'm too weak to check on him. What medicine do you need? Also müssen wir jetzt erstmal hier Heilzeug für ihn finden. Da kommen wir noch nicht weiter. War jetzt hier noch irgendwie so rotes Zeug oder so? Na, hier können wir später einen Gips machen, das ist mir schon klar, aber... Nee. Ich muss erstmal Kräuter besorgen. Ich denke, da dürfte noch unser Zeug stehen. Da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Was ein Mist. Sie duften wohltuend. Das ist auch alles Käse. Wartet mal. Wir brauchen eine Karte. Lichtenheim, da ist nichts mehr. Theater ist nichts mehr. Stadtzentrum. Wir gehen erstmal zum Marktplatz. Schwing, schwing, schwing. We bought him time, but he needs proper care. Find the doctori at the academy. Also ich muss hier irgendwas übersehen haben. Gut, hier komme ich im Moment nicht rein, das ist klar. Vielleicht... Ja. Gipsabdruck? Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Ich sollte zuerst etwas Wasser hinzufügen. Jetzt, da ich die Gipspaste habe, kann ich einen Abdruck machen. Ja, wovon? Wovon, mein Freund, wovon? Das ist halt die blöde Frage, ne? Habe ich da noch was übersehen? Nein. Also ich meine, ich muss den Goldbahn schmelzen. Ich denke, das ist klar. Da kann ich nichts mehr machen. Hier. Das geht halt nicht ohne dieses Zeug. So. Doktor, die hat mir eine Nachricht hinterlassen. Ich kann hier in der Bibliothek was machen und am Marktplatz. Kann ich irgendwie versuchen, den Goldbahn da reinzudrücken? Also ich meine, es ist mir klar, dass ich irgendwie einen Gipsabdruck irgendwie hier machen muss dann, ne? Und dann gieße ich das damit aus. Soweit bin ich schon, aber Camilla, die war die oberste Krankenschwester. Hier hat sie Gabriel kennengelernt. Ey, leck mir doch mal fett. Es muss mir doch was einfallen, was wir noch machen können.
Tut's aber halt nicht, ne? Ja, ich kann einen Gipsabdruck machen. Von was? Von was, meine Freunde? Hier kann ich nichts mehr machen. Kann ich das Ding noch mitnehmen? Nee. Ich muss was übersehen haben. Your mentor. I'm too weak to check. We'll need ingredients from the apothecary and a few herbs from the yard. Take this. Okay, ich hätte es ihm zeigen sollen. Ich dachte, ich muss erstmal ihn heilen. So, hereingebümmelt und nun? Dieses Teil passt zu diesem. Memory für Arme. Schlange und Gift. Es geht auf und ich kriege ein Hygeia-Symbol. Aber ich benötige zwei davon. Okay, jetzt ist auch klar. Ich klatsch das Ding hier rein. Zack. Und nehme dann hier den fertigen Abdruck. Ich bin auch ein Horst manchmal, ne? Judele. Nun aber. Dann hauen wir das mal hier hin. Reingießen. Hauen wir da nochmal drauf. Und schon haben wir zwei Symbole. Oh, ein Wimmelbild. Ein Wimmelbild. Oh Gott, Kräuter. Wir brauchen ganz viele dieser wunderschönen, hübschen Kräuter. Kraut 1, Kraut 2, Kraut 3, Kraut 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt hätte ich mal gesagt 10, aber das geht gar nicht. Das ist gar nicht das Kraut, was wir suchen. Aber das ist Kraut, was wir suchen. Ich möchte die Spinne nur ungern mit bloßen Händen verjagen. Meine Fresse, der Typ. Oder sie. Sie stellt sich auch echt immer an. Und et voilà. Da haben wir die Minze. Jetzt brauche ich doch bestimmt noch was. Wir gucken wieder auf die Karte. Ja, das war jetzt aber schon sehr auffällig. Just follow the instructions. I need to rest for a bit. Genau. Hau dich einfach hier unten schön hin. Bleib am Boden liegen. Start with the red solution. The dose is 3 units. Easy. Na, das wird dann 4-4, werden 8. So, dann machen wir noch einmal die 4 voll. Und das sind 3. Yeah. Rein damit. Good. Now the green. 6 units.
Jetzt muss ich mal ein bisschen nachdenken. 6 Einheiten brauche ich, okay. Muss das alles in einem sein oder kann ich das einzeln dosiert reinschütten? Ich glaube, es muss in allem sein. Wir machen das Ding einfach mal voll. Jetzt haben wir da noch 5 drin. Nee, das ist Käse. Das ist doch Quatsch. Ah, easy. Jetzt machen wir es voll. Dann schiffen wir hier die 3 ab. Moment. Et voilà. The last ingredient. Blue solution. 7 units. 7. Also machen wir das Ding erstmal wieder voll. Dann schütten wir 4 ab. Mal 5 drin. Wie komme ich jetzt auf 2? Okay. Vier drin. Acht drin. Mist. Achso, ich bin ja sowieso beim Falschen. Schütten wir das mal weg. Wir müssen zum Blauen, also wir brauchen jetzt 7. Jetzt haben wir gleich 8. Nächste komme ich halt auch nicht auf 3. So, jetzt habe ich hier also 3 drin. Jetzt kann ich das wegschütten. So, und jetzt mache ich es noch einmal voll mit 4 und dann soll es passen. 7, ja, 3 und 4 ist 7, genau. Und damit hätten wir das Heilmittel. Und ich würde sagen... It's a very strong heart medicine. If the patient is also hurt, it is absolutely critical he stays in bed for several days.
And one last thing. This will help you find Gabriel. It's all I can do. Ja, vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.